So, dann mache ich mal weiter. Ich glaube, ich gehe jetzt direkt hier. Ja, komm, ich mache die Nebenquest. Der ist traurig. Meine Schuppen sind trocken vor Enttäuschung. Es scheint nicht so, als würde das Publikum euer Programm gefallen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ihr habt recht. Die Dunkelelfen aus Kadmor schwimmen nicht gerade im Fluss der Komik. Ich kam hierher, um ein Grabmal in der Nähe zu erforschen, aber die Soldaten verweigern mir den Zugang. Weshalb wollt ihr das Grabmal betreten? Mir kam ein Gerücht zu Ohren über eine heilige dunkelelfische Darbietung. Diejenigen, die sie zeigten, wurden vom Fluss der Komik durchtränkt und die Dunkelelfen lachten. Wenn ihr durch den Staub des Grabmals schreitet, würdet ihr dort den Ritus für mich suchen? Werde sehen, was ich tun kann. Esst keinen gekochten Tod, Lukiul. Sagt mir einfach nur alles, was ihr über die heilige Darbietung hört. Und ignoriert alles, was von einer Geheimgesellschaft oder einem Todesurteil handelt. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt nochmal der gleiche Weg da reingehen muss. Entschuldigt, aber was meintet ihr da von wegen Todesurteil? Man munkelte, die Darbietung erforderte große Präzision. Eine fehlerhafte Vorführung wurde mit dem Tode bestraft. Ein geheimnisvoller Orden wachte über den Ritus und ermordete jeden, der ihn nicht mit größter Sorgfalt durchführte. Aber das sind natürlich alles nur Gerüchte. Esst keinen gekochten Tod, Lukiul. Okay, der erzählt nochmal das Gleiche, das habe ich schon mal gehört. Ich habe jetzt da unten noch jemand gesehen. Mal Wenn schauen, ihr das was der Bündnis nicht daran erzählt. gehindert hättet, Zadar Kommt zu und lasst uns Geschäfte machen. Okay, kommt und lasst uns Geschäfte machen. Also ich bin ziemlich sicher, dass sie das ist. Geht's mal in die Taverne, mal schauen, was hier so los ist. Wo sind denn alle? Gibt es denn hier keine Säufer? Willkommen im fauchenden Gua. Wie kann ich euch helfen? Seid ihr die neue Schankwirtin? Mehr Met! Es wird nie enden, oder? Sie lachten bloß, als das Uhrwerk begann, bis Zwielicht rief gemacht. Was bietet ihr uns im Austausch an, wenn nirgend kein Leid angetan? Sprach kein Menschlein mehr weiß, vor Tedra errett uns, vor Tedra spend uns Trost, entsaget unseren Schöpfern und ihrem argen Lohn. Hallo.
Stummer Schrei heißt. Seid gegrüßt, ihr beiden. Also hier ist wirklich nicht gerade viel los, hä? Hallo. Seid gegrüßt. Ich werde mich jetzt entschuldigen. Ich hasse es, allein zu trinken. Für das, was später passieren wird. Lieber würde ich Köpfe knacken. Kenne ich euch nicht. Was wollt ihr? Ich werde mich jetzt entschuldigen. Für das, was später passieren wird. Ein bisschen trostlos hier, ne? Braucht ihr Hilfe bei etwas? Oh nein, scheiße. Ach komm. Einige der Magier machen sich nichts aus diesen rustikalen Unterkünften. Aber ich mag es hier. Steingebäude sind zu beengend. Seid gegrüßt. Womit kann ich euch behilflich sein? Braucht ihr Hilfe? Die habe ich schon gefragt. Okay. Seid gegrüßt. Ich habe alles, was eine junge Alchemistin begehrt. Era, hört nicht auf, über diese Zauberhelden zu reden. Ich kann sie kaum noch davon abhalten, der Magiergilde beizutreten. Oh, hallo. Schön, euch wiederzusehen. Habt ihr schon gesehen, was diese Magier können? Habt gesehen, wie einer von ihnen einen Daedra aus dem Nichts herbeigezaubert hat? Ich wünschte, ich hätte solche Macht. Sind das die zwei Schwestern, wo ich da gerettet habe beim Ding? Was ist? Ah ja. Es ist schon komisch mit diesen Lohnklingen der Kriegergilde. Sie jagen alle Daedra. Warum gerade Daedra? Wer bezahlt sie dafür? Ah, meine Jagdbegleiterin. Wie schön, euch mal aus dieser Höhe zu sehen. Mit diesem neuen Fuß bin ich so flink wie ein Eiswolf. Denkt ihr darüber nach, wieder der Kriegergilde beizutreten? Eher nicht. Der Gildenmeister will, dass sich alle nur auf diesen Daedra-Vertrag konzentrieren. Ich bin da lieber flexibel. Und offen für das, was das Schicksal so bringt. Kommt ihr und läuft ins Wasser miteinander klar? Jawohl. Stiefel ist der beste Jagdpartner, den man sich wünschen kann. Er ist schnell und tödlich und er hält die Klappe. Wir haben vor, Jagd auf Großwild in Deshan zu machen. Stimmt's, Stiefel? Auf jeden Fall haben sich da zwei gefunden. Ha? Willkommen, Kameradin. Nehmt euch, was ihr wollt. Banner der Kriegergilde, Daedrische Truhe, halte dich von Tamriel fern. Anker zerschmetterin, gesprengte Kette. Okay, das ist ziemlich ein Brummer. Einen habe ich bei mir in der Hütte schon. Ihr wollt Metalle bearbeiten, ja? Aketi hat, was ihr braucht. Hin und wieder. Hallo. Hin und wieder erzählen die eben noch etwas, ja. Mode? Bah! Meine Kleider ziehen keine Blicke auf sich, aber man ist besser altmodisch und warm, statt stilvoll und tot, ja?
Oft erzählen die etwas eben von dem Gebiet, wo man ist, das manchmal nur das Kleine ist, aber... Ihr wollt keinen Ärger mit mir. Gerechtigkeit und Ehre. Zane und ich haben endlich unsere Befehle erhalten. Wir werden nach Deshan geschickt, um dort bei Schwierigkeiten vor Ort auszuhelfen. In Deshan? Das heißt, dann werde ich die wahrscheinlich wieder treffen, hä? Was für Ärger? Ich bin nicht wirklich sicher. Ich hörte was über irgendeine Krankheit. Die örtlichen Truppen haben Schwierigkeiten, damit fertig zu werden. Die Kommandantur glaubt, dass eine Gruppe Freischärler helfen könnte. Wie fügen sich die Erdwender ein? Ich mache mir immer noch Sorgen um Ära, aber wenigstens leistet ihr Rexos Gesellschaft. Aus Trün wird eine gute Kriegerin. Sie fühlt sich in der Armee wohl wie ein Fisch im Wasser. Also Ära ist die Frau oben, wo da am Baum liegt, mit dem Hund zusammen. Ich finde es echt genial gemacht, dass die Geschichte so verkettet ist und dass ich das jetzt mal so richtig in der richtigen Reihenfolge erleben kann. Also ich hoffe, ich mache es in der richtigen Reihenfolge. Hocknir untersteht also eurem Befehl. Sie haben uns alle geprüft, bevor wir unseren Einheiten zugewiesen wurden. Hocknir wurde mit allem fertig, was sie ihm entgegenbrachten. Die Kommandantur war schwer beeindruckt. Ich bin froh, dass er mir den Rücken frei hält. Was sagt Läuft in Wildnis dazu? Der Schan ist dichter an Schwarzmarsch. Er scheint sich also darauf zu freuen. Er beschwert sich ständig über seine trockenen Schuppen. Wie schlägt sich Rolunda? Erst machte ich mir so meine Sorgen, aber nach etwas Übung hat sie sich als ziemlich tödlich erwiesen. Und sie hat Trünhild praktisch adoptiert. Eine gute Frau. Das sind die zwei Damen, die da oben waren, die gesagt hat, sie würde gerne auch einen Daedra herbeibeschwören. Hocknir sieht man ja da, läuft in Wildnis auch. Ich finde das echt genial gemacht, dass die überall so ein bisschen mitkommen in die nächste Stadt, wo man die Hauptquest... Mögen die drei euch segnen. Und uns ebenfalls. Solange unser Glauben stark bleibt, sind wir gegen alles gewappnet. Mögen die drei euch segnen. Und uns ebenfalls. Solange unser Glauben stark bleibt, sind wir gegen alles gewappnet. Mir ist eben gerade etwas aufgefallen in den Einstellungen, wo ich geändert habe. Die Tanwaldklingen haben uns aus der Stadt getrieben. Ich weiß nicht, wie wir sie wieder rausbekommen sollen. Der Großmeister beugt sich jedem ihrer Wünsche. Weil es gab ja eben ein Update und da muss ich nachher mal kontrollieren, ob sich das geändert hat in den Einstellungen. Dann muss ich das wieder rückgängig machen. Aber ich bin eben nicht ganz sicher. Sklavenquartiere, okay. Arjen Neriba. Ich wünschte, ich könnte fortgehen und Abenteuer erleben. Und ich wünschte, ich könnte euch ein bisschen Geld geben. Die könnte ich da ziemlich aufpolieren. Das wäre auch noch so witzig, wenn man wirklich die Städte verändern kann. Wenn da irgendwie so arme Schlucker sind, dass man da Geld spenden könnte. Und dann würde das so Upgrades geben. Ich habe wenig Zeit zu verschwenden. Dass man das so richtig rausputzt. Sanabis Waren sind nicht die besten. Aber an so einem Ort könnt ihr keine Qualität erwarten. Wir nehmen das, was wir haben. Man sagt, bei Nacht seien alle Katzen grau, aber das glaube ich nicht. Amatikao.
Dies dauert länger, als ich angenommen hatte. Ich wetze meine Klauen an den Steinen. Es fühlt sich gut an. Am Ende jedes Tages ist Yuldar erschöpft. Für jemanden, der nur mit Resten arbeiten muss, sind meine Braufähigkeiten ohnegleichen. Es gibt keinen Grund, warum wir uns nicht vertragen sollten, solange das Ale nur fließt. Der Staub macht es unmöglich, für Sauberkeit zu sorgen. Warum dann solche Mühe damit geben? Es gibt nie genug Proviant. Aber wir tun, was wir können. Unterbrecht mich nicht bei der Arbeit. Ich würde denen gerne etwas spenden, damit die wirklich das ich ein bisschen rausputzen könnte. Es wäre wirklich noch cool, wenn man denen etwas geben könnte. Meine Freundin, habt ihr bedacht, dass eure Seele einen reellen Wert hat? Was soll dieses ganze Gerede über meine Seele? Hat euch das Leben übel mitgespielt, meine Freundin? Kein Zuhause, in das ihr abends heimkehren könnt? Keine Familie oder Freunde? Fürchtet euch nicht. Ihr habt immer noch eure Seele. Seid ihr ein Priester des Tribunals? Oh nein, meine Freundin. Ich bin kein Priester. Das würde ich auch nie behaupten. So etwas erzürnt nur die Ordinatoren. Ich bin Geschäftsmann. Und ihr, meine Freundin, besitzt etwas sehr, sehr Kostbares. Ihr wollt meine Seele kaufen? In der Tat. Habt ihr jemals einen Seelenstein gesehen? Sagenhafte Objekte. Sie fangen die Seelen der Sterbenden ein, damit deren Energien für Verzauberungen genutzt werden können. Ich biete euch eine kleine Vorauszahlung an. 500 Goldstücke auf die Hand. Und in einem Monat ernte ich eure Seele. Wie plant ihr, an sie heranzukommen? Wir sind gnädig. Daher wirken wir zunächst einen Schlafzauber auf euch. Ihr werdet nicht das Geringste spüren. Manche wollen flüchten, aber es handelt sich um einen rechtsgültigen Vertrag. Solltet ihr nicht bezahlen, müssen wir die Wachen alarmieren. Ich sage ihm jetzt nicht, dass es krank, sondern passe ich lieber, dank. Schon gut, meine Freundin. Wenn ihr noch immer darauf hofft, dass es für euch wieder aufwärts gehen wird, nun, jeder braucht so seine Träume. Doch falls ihr euch jemals einsam fühlt, frierend, hungrig und mit gebrochenem Herzen, dann warte ich hier auf euch. Ich kann nicht widerstehen, ich muss noch draufdrücken. Euer Vorschlag ist krank. Nein, nein, so ist das Geschäft. Seht euch doch nur um. Alles, was diese Leute hier wirklich wollen, ist ein bisschen Skoma und einige Stunden des Vergessens. Sie tauschen das, was sie besitzen, gerne ein. Für eine Mahlzeit, ein warmes Bett und für das Vergessen. Also im Prinzip wie hier in der Schweiz, aktive Sterbehilfe. Meine Freundin, habt ihr bedacht? Mein Bruder verschwendet seine Zeit. Hier gibt es reichlich Rohstoffe und ihre Besitzer sind außerordentlich arm. Es ist ein Käufermarkt. Er wollte immer jemanden retten. Er sollte seiner Habgier folgen. Ihr habt eine sehr schlechte Meinung über die Leute hier. Warum sollte ich auch nicht? Habt ihr euch schon einmal umgesehen? Sklaven und Diebe, Skoma-Händler und ihre Kunden. Nun ja, ich weiß, es ist nicht wirklich ihre Schuld. Sie wurden schon so geboren.
Wie wurden sie denn geboren? Mit unbedeutenden Seelen natürlich. Seid ihr mit Seelensteinen vertraut? Es gibt sie in verschiedenen Größen. Ein kleines Exemplar reicht für die Seele eines Tiers. Für einen Lich ist ein großes Exemplar nötig. Nicht alle Seelen werden gleich erschaffen. Diese Leute haben eindeutig mindere Seelen. Ihr glaubt, die Armen hätten geringere Seelen als ihr? Wenn sie eine große Seele hätten, würden sie dann dem Skoma verfallen und nur noch vor sich hin sabbern? Wie bereits gesagt, es ist nicht ihre Schuld. Sie wurden schon mit weniger geboren. Wir dürfen nicht so viel von ihnen erwarten. Nicht mehr als von einem Guar, würde ich sagen. Könnt ihr das beweisen? Zum Vergleich müsste ich eine große Seele ernten. So eine wie meine. Belesen, kräftig und von edlem Geblüt. Doch das wäre eine Tragödie. Nein, es ist besser, die niederen Seelen auszusondern. Es gibt doch ohnehin so viele von ihnen. Ihr seid ein Fanatiker, sage ich dem jetzt mal. Natürlich, nur eine niedere Seele würde darauf bestehen, dass ich im Unrecht bin. Aber grämt euch nicht. Ich mache euch keinen Vorwurf daraus, so minderwertig auf die Welt gekommen zu sein. Stellt euch nur nicht denen in den Weg, die von höherem Stande sind, ja? Theoretisch könnte ich jetzt hier etwas machen, wo... Meine Freundin, habt ihr schon einmal über den Wert eurer Seele nachgedacht? Wo ich ihre Seelen ernten könnte. Die Winde versengen mir das Fell. Ich kann es kaum erwarten, diesen Ort zu verlassen. Diese dreckigen Bastarde! Seht, was die Vorhut getan hat, Fremde. Sie beschlagnahmten das Gehege meiner Guar, um ihre Vorräte dort zu lagern. Sie trieben meine armen Guar auseinander und lachten. Ich bin zu verängstigt, um nach ihnen zu suchen. Was soll ich jetzt nur tun? Wie kann ich helfen? Bei Vivek, ihr seid die Einzige, die das interessiert. Hier, nehmt meinen Hirtenstock. Stupst herumstreuenden Guar damit in die Rippen. Das Gefühl wird ihnen bekannt vorkommen und sie werden dann wissen, dass sie nach Hause zurückkehren sollen. Meldet euch danach wieder bei mir. Ich werde eure Guar finden, Ral. Quatsch nochmal. Ich hoffe, meine entlaufenen Guar verursachen keinen Ärger. Macht weiter so. Ein paar von ihnen sind noch da draußen. Soll ich die zwei abmurksen? So habt doch Mitleid mit mir. Umi Sashi. Irgazul. Kann euch leider nicht helfen. Hätte genug Möbel und Zeug. Eine geile Hütte, einfach leer. Okay, das gehört mir. Ich weiß gar nicht, habe ich da mal was reingestellt? Ich glaube nicht. Theoretisch könnte ich das einrichten und denen dann zur Verfügung stellen. Ich bin da eh nie drin. Ich weiß nicht mehr, ob ich dazu mal da was reingestellt habe. Nein. Es ist einfach leer. Ich weiß gar nicht, wie viele 200 Sachen kann ich einstellen da. 4 besonders, Sammlung 10. Ne, ich mache jetzt kein Haus. Theoretisch wird es mich schon ein bisschen fast reizen, jetzt da was reinzustellen. Aber wir müssen die Welt retten.
müsste lachen, wenn da etwas drin wäre von ein paar Millionen wert oder so. Ich weiß nicht, ob es sein könnte. Das wäre noch witzig irgendwie. Also Guar gesichtet. Bizi. Das ist ziemlich brutal, also. Kannst du meinen Stab benutzen? Verdammter Elektroschock. Shiladur. Warum arbeiten wir so hart für so wenig? Sarnibi Munaea. Schon beschissen, hä? Ja gut, ist ja Zeit, dass ich da... Vielleicht kann ich ja da ein bisschen was aufräumen und dann... Amelie. Das erinnert sich an zu Hause. Dang, ein Elektroschock im Arsch. Ja gut, wenn sie nachher wieder im Gehege sind. Vielleicht ist das ja ein Elektroschock, wo nicht so weh tut. Hoffe ich jetzt mal für dich. Was wollt ihr? Hier ist eben die Frau, die ich vorhin erzählt habe mit ihrem Hund. Aber es ist schon noch cool gemacht. Die Leute, wo du mal irgendwo getroffen hast, wo du mal gequestet hast, triffst du dann irgendwann wieder. Also das haben sie echt toll gemacht. Ah, da drin ist der Mirelli. So, ab nach Hause mit... Das heißt, jetzt habe ich alle, oder nicht? Ein Guarhirte namens Ral Savani hat die Kontrolle über seine Herde verloren. Tanwalds Vorhut hat sie aus ihrem Stall getrieben und nun ist Ral um ihre Sicherheit besorgt. Sollte zu Ral Savani zurückkehren. Drücken wir jetzt noch so eine Lehrenschriftrolle rein. Ich muss die irgendwie mal verbrauchen. Zwar ein bisschen fast schon Verschwendung, aber ist doch egal. Ich habe so viele und bis ich neue Charaktere erstelle, habe ich schon wieder neu. Et voilà, Monsieur. Ich denke, Sie sind alle hier. Ich bin fertig. Ich danke euch, Reisende. Nicht jeder würde sich die Zeit nehmen, einem einfachen Bauern zu helfen. Ich werde euch bei allen Goa-Hirten in Steinfälle lobpreisen. Vielen Dank für das Zurückbringen meiner Guar. Ich merke, dass sie froh sind, wieder zurück zu sein. Sie geben ihre zufriedenen Ausdünstungen ab. Sind aber anscheinend zäh Viecher, wenn die da so einen Elektroschock im Arsch brauchen, damit die wieder nach Hause gehen. Zu viel zu tun. Naja, immerhin schaut er denen, dass sie zu fressen haben und so weiter. Jetzt muss ich mal schauen, ich muss ja noch da den Hauptmann töten. Ich muss tatsächlich nochmal da reingehen für den, ich sage jetzt mal, Komiker. So, jetzt teste ich mal meine Lehrenrüstung. Das heißt, ich mache jetzt viel weniger Schaden. Aber, ach scheiße, ich habe da was falsch gemacht, oder?
Mist, habe ich da was falsch verknüpft? Tut mir leid, ich muss gerade schnell kontrollieren, aber... Ja, es hat es einfach nicht richtig geladen. Okay, ich drücke nochmal. Das heisst, die Kämpfe gehen jetzt ein bisschen länger dann. Aber ich habe es nur mal testweise. Wenn es zu lange geht, dann ändere ich wieder. Ja, okay. Also der hat jetzt 1500 EP gegeben. Jetzt ändere ich mal, ich brauche einen einzigen, warte mal, F2. Jetzt nehme ich die Standardausrüstung. 1100 EP, aber geht schon ein bisschen schneller down. Huh? Das ist so eine Spielerei. Das ist wirklich Luxus, was ich da mache. Außenrum! Der andere da unten ist nicht mehr am Fisch. Es geht schon ein bisschen länger, aber... Eines Tages werdet ihr damit etwas Überraschendes herstellen. Also, der Hauptmann oder was, der wurde besiegt. Also, es ist Wochenende, es ist schon mehr los heute. Rede mal mit ihm da. Ihr habt mich gerettet und dabei geholfen, die Stadt meines Vaters zu retten. Okay, der sagt nichts Neues. Sie? Euer Dienst für das Haus Drees und Kragen. Auch nicht, okay. Ist es vollbracht? Wurde Hauptmann Dunveril bezwungen? Hauptmann Dunveril wurde erschlagen. Es ist gut. Ihr habt die Stärke meines großen Hauses bewiesen. Und meinen Sohn heil nach Hause gebracht. Ich ernenne euch hiermit zur Hand der Drees und biete euch meine Unterstützung an, solltet ihr diese in Zukunft benötigen. Ihren Freunden gegenüber sind die Drees großzügig. Siegel des Hauses Drees. Dieses Amulett summt vor zurückgehaltener Macht. Gut gemacht, meine Verbündete. Vergesst nie, dass dieser Großmeister der Drees ein offenes Ohr für euch hat, falls ihr einmal Hilfe benötigt. Euer Dienst für das Haus Drees.
Ihr habt mich gerettet und dabei geholfen. Okay, die sagen nichts Neues. Gut, wäre ein bisschen viel verlangt, wenn die 10 verschiedene Texte immer wieder ändern. Also hier. Was kann ich euch bringen? Ein bisschen reparieren. Falsche Seite. Das heißt jetzt noch dem Komiker den Gefallen machen und dann habe ich dieses Gebiet abgeschlossen. Kragenmoor. Das heißt, danach geht's runter in ein Gewölbe. Ehrlicher Händler, vertraut dir.